1. Hallo und herzlich willkommen in der Heide Brand. Wir sind hier zu der Projektwoche zum Thema Neo. Wir sind die Filmagentur. Ich, Jeremy und... Hallo, Mio. Hallo, willkommen hier bei der FICO Projektwoche. Ich bin Oskar. Ich bin Jeremy. Und ich bin Karl. Genau. Hallo, ich bin Oskar. Wir sind hier bei der FICO Projektwoche. So früh, Alter! Ja, hallo. Hier ist eure Heinz-Brand-Oberschule. Wir wollen euch... Wir versuchen jetzt seit 2 Stunden das hinzubekommen. Reißt euch mal zusammen, Leute. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier in der Heinz-Brand. Wir sind das von der Filmagentur das Making-of-Team. Corbin, der Moderator, Jan unter der Kamera Oskar und ich werde auch noch moderieren. Wir werden euch zeigen, was die anderen Agenturen wie zum Beispiel Grafik, Event, Foto machen. Wir werden die Geschäftsführer von denen interviewen und werden einfach euch so einen kleinen Einblick zeigen und wir werden euch auch was vom Modelcasting und vom Talentcasting zeigen. Also dann kommt mit. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt zum ersten Interview mit der Mode AG, dem ehrenvollen Geschäftsführer Pablo. Wir werden Ihnen jetzt gleich mal die erste Frage stellen. Was macht ihr so in eurer Agentur? Gefällt es dir? Also mir gefällt es hier doch ganz gut. Wir haben hier entwickeln so ja, ganz normale Sachen halt eben. Ist halt am Anfang immer ein bisschen Arbeit. So ich dachte, es geht gleich so los mit ja, also mit Nähen und alles Mögliche und Stricken und bla bla bla, aber man muss einen großen, umfangreichen Plan erstmal entwickeln. Ja, und da sind wir jetzt immer noch beschäftigt dran, aber wird bestimmt schon Spaß machen noch. Hast du Modedesign ausgewählt oder wurdest du da reingeschickt? Naja, ich habe es glaube ich als Zweit- oder Drittwunsch gehabt, aber ist nicht so schlimm. Achso, okay. Dann wünsche ich Dank für das Interview und dann sehen wir uns im zweiten Interview. Tschüss. Werdet ihr davon irgendwas mit in die Zukunft nehmen? Ja, stimmt. Wie man sowas macht. Hallo, hier ist Klaus Kleber von den RTL 1 Reportagen. Wir sind hier mit Gundela Merte. Hallo, ich bin Gundela Merte. Ich bin Gundela Merte und berichte Ihnen über die Nachrichten im Ersten heute um 20 Uhr. Wir haben ein Plakat angefangen und haben weitergemacht auf Facebook, auf Twitter, Werbung zu machen, dass Leute hier hinkommen sollen. Wir haben angefangen Spraydosen zu holen, also Sprühkreide, auf den Boden, damit man halt sich denkt, hey, ich laufe mal da, ist der Latte, und da ist da so ein fetter rosa Balken. Das war's dann mit dem ersten Interview von Richard aus der PR. Jetzt bitte nochmal Werbung einblenden. Okay, wir machen ein kleines Interview mit Steven Winkelmann aus der Grafikagentur. Er ist dort der Geschäftsführer und wird uns jetzt ein paar Sachen sagen. Wie ist denn die Grafikagentur für dich? Was macht ihr da so? Also wir entwerfen die Logos, müssen die vorher erst skizzieren und danach digitalisieren wir die auf unsere PCs, drucken die dann aus und stellen die den einzelnen Agenturen vor. Okay.
Glaubst du, du wirst irgendetwas aus dieser Agentur nehmen? Hast du was gelernt daraus? Ja, dass ich mit Photoshop, Photoshop umgehen kann, ja. Das ist die einzige Sache. Okay. Und als welchen Wunsch hattest du es? Also hast du es dir so überhaupt gewünscht? Und ja, also ich habe mir gewünscht, weil ich gerne mit Photoshop umgehen möchte halt und auch mal gerne in den Beruf vielleicht ein bisschen reingucken möchte. Okay, das war's dann mit unserem Interview zur Grafikagentur. Ich hab viele Filme. Lecker Gurke hier. Das ist Zucchini. Niklas und Sophie von der Catering-Agentur und wollen jetzt mit denen ein kleines Interview machen. Wie findet ihr die Catering-Agentur? Was macht ihr da gerade? Was macht ihr da so? Ja, wir finden es cool, wa? Ja, also wir haben heute erst angefangen zu kochen. Wir haben da vorher eben noch so ein bisschen was gelernt, halt wie die Früchte und bla 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 heißen. Also die afrikanische Küche haben wir erstmal so kennengelernt. Okay. Halt, ja, macht auch sehr Spaß. Gestern mal mit Metro einkaufen. Und den Afro-Shop war also sehr interessant, so was es da gibt. So. Ja, und heute fangen wir halt an zu kochen. Jo. Okay. Glaubt ihr, werdet so ein paar Kochkünste mitnehmen, so ein paar neue Gerichte? Oder selber auch zu Hause ab sofort machen? Ja, hoffe ich auf jeden Fall, weil ich wollte schon was zu Hause noch nachkochen halt. Und, ja. Okay, habt ihr die Catering-Agentur gewählt oder wurde ja, erst Wunsch. Nee, das war erst Wunsch, weil ich wollte auch schon mal die afrikanische Küche so kennenlernen. Okay. Und du? Ja, also ich wollte auch Catering einfach, weil ich später halt kochen möchte. Ja, okay. Das war's dann mit dem Interview. Das war die Catering-Agentur. So, ihr habt gerade das Making-of gesehen. Ich, Jeremy und mein Partner Corbin, die zwei Moderatoren, haben viel Schweiß und Mühe darin gesteckt, das alles hinzubekommen. Wir mussten manche Interviews öfters wiederholen, sodass ganz schön viel Zeit gekostet hat, zum Beispiel die Anmoderation. Wir haben 2 Stunden probiert, diese Anmoderation zu machen, aber ganz am Ende hat es ja noch geklappt. Hätten wir alle Outtakes reingeschnitten, wir hätten 2,5 Stunden Outtakes. Aber am Ende hat es alles geklappt, hat Spaß gemacht und dann würde ich mir sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Rest der Show. Viel Spaß. Thank you.